pünktlich zu 9-11 ist es jetzt soweit. Deine Schwester hat für dich das E-Bike wieder freigezockt, liebe Pia. Und jetzt nochmal ein kleines Erklärbär-Video hier. Du hast jetzt noch eine Extralampe ranbekommen. Die geht hier hinten einzuschalten. Hier unten ist ein kleiner Schalter. Hier da den drücken. Und dann hörst du es vielleicht schon ein bisschen fietschen. Und dann hast du zumindest schon mal ein bisschen mehr Licht als bisher. Ja, das andere Licht, das geht nach wie vor so, falls du es retromäßig einschalten möchtest. Hier brauchst du jetzt nichts mehr zu machen. Einfach immer ein bisschen in der Sonne stehen lassen. Batterie wird automatisch nachgeladen. Für die es interessiert, eine kleine Joule-Tiefschaltung ist drin. Eine Action for Free Joule-Tiefschaltung. Noch nicht gegen Minusabnahme beim NPM. Dann wäre es noch ein bisschen heller und das Pietschen wäre vielleicht auch weg. Das kommt aber in der nächsten Version, das wusste ich hier jetzt noch nicht. Aber es geht. So, und hier möchte ich jetzt noch was ganz Wichtiges dazu sagen. Zu dem Ladegerät. Hier siehst du es nochmal im Dunkeln, wie es aussehen sollte. Ne? Dass alle Lampen praktisch so ein bisschen an sind. Und wenn da eine überhaupt nicht so an ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass hier unten beim Anschluss, beim Schniedelwutz, irgendwie so Kontaktschwierigkeiten sind. Und deshalb ist ganz wichtig, den Schniedelwutz immer einpacken. Also immer in die Tasche dann hier rein, dass, falls es doch mal regnet, dass die Kontakte nicht verrosten, ne? Auf gut Deutsch. So, und wenn die praktisch immer schön trocken gehalten werden, dann dürften dann auch, wenn du dann hier das richtig schön fest anschließt, hier oben alle Lämpchen mehr oder weniger ein bisschen leuchten. Das sieht man dann so richtig im Dunkeln eigentlich nur. Okay, ja, das wollte ich sagen. Also ganz wichtig, hier unten den Schniedelwutz einpacken. So. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel noch dazu zu sagen. Hier vorne das Vorderrad. Die 8 habe ich nicht ganz rausbekommen. Aber es geht. Es geht so halbwegs. Alles klar. Dann lasse ich das weiße Pferdchen mal frei. Pünktlich zu 9-11. Jo. Spiegel brauchst du ja keinen. Ne? Du merkst ja alles, was um dich rum ist. Alles klar. So, von daher, Wünsche gehen raus. Mach's gut. Bis später. Tschüss.